Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Wir sind Hallo. In der Nähe. Ach, da bist du. Wir sind in der Nähe von Burg Eltz. Wir sind gerade eben angekommen. Es ist Abend unter der Woche. Und ja, ich wollte mal schauen, ob man hier mit der Drohne fliegen darf. Darf man wahrscheinlich gar nicht. So, deswegen habe ich jetzt eine Anfrage geschickt an den Graf von Eltz. Und ich hoffe, wir dürfen das Videomaterial, das wir morgen machen werden, auch benutzen. Ob wir das benutzen dürfen oder nicht, erfahren wir alle erst am Sonntag, wenn das Video rauskommt. Aber wir machen trotzdem schöne Aufnahmen. Jetzt steht aber erstmal eine kleine Veränderung an. Und zwar will Melli wieder was an meinen Haaren machen. So. Ja, mal gucken, ob man das dann sieht. Ja, und ob das gut aussieht, das dürft ihr in den Kommentaren bewerten. So, und dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Videoschauen. Lasst uns einen Daumen da, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, dann bis gleich. Okay, ja. So sieht das jetzt aus. Also, hier ist ein bisschen kürzer. Es soll halt eine Fokuhila sein, ne? Glaube ich. Es muss jetzt hier hinten noch ein bisschen länger werden. Noch so ein bisschen und dann passt das zusammen. Ja, bin ich der Fokuhila-Typ aus den 90ern. Grüßt seid ihr, Leute in der Zukunft. Jo, danke schön. Gefällt mir gut. Schön. Top. Und jetzt gibt's was zu Abendessen. Ja. Und dann ab in die Falle. Morgen müssen wir früh raus. Ja. Schatz, ich habe heute einem Grafen geschrieben. Und ich habe ihn aufgefordert, mir zu antworten. Oh, ich bin so aufgeregt. Aber er antwortet nicht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind schon unterwegs Richtung Burg Eltz. Ja, ist richtig schön. Und sind auch richtig gespannt, wie die Burg aussieht. Kurzes Update zur E-Mail. Ich habe noch kein E-Mail vom Grafen bekommen. Aber, wie geil ist denn das? Ich habe dem Grafen eine E-Mail geschrieben. Du kriegst nicht mal eine Antwort. Doch, der wird schon antworten. Was für lustige Zeiten, in denen wir leben. Vor ein paar hundert Jahren durfte man einen Grafen wahrscheinlich noch nicht mal ansprechen. Auf jeden Fall ist die Burg seit 900 Jahren im Familienbesitz. Der jetzige Graf ist die 33. Generation. Und ja, die Burg wurde eigentlich nie wirklich zerstört, nie erobert. Und deswegen hat sie wohl noch so einen schönen Charme. Oh ja, da laufen wir jetzt hin. Ich bin richtig gespannt und kann es kaum erwarten. Ja, wir laufen jetzt die ganze Zeit berg runter und sehen ja noch gar nichts von dieser Burg, aber wir sollten ja irgendwie gleich da sein. Ja, sind mal gespannt. Also ich glaube, es liegt eher so unten in dem Tal anstatt oben, wie man sich das so vorstellt, dass eine Burg eher auf dem Hügel ist. Oh, plötzlich, wie aus dem Nichts. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Krass. Alter. Da, einfach aus dem Nichts, mitten im Wald. Diese wunderschöne Burg. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Es
angekommen. Ihr glaubt es nicht, hier ist so gut wie gar nichts los. Mit uns noch drei andere. Genau, die gehen aber jetzt gerade. Also haben wir jetzt hier alles für uns alleine. Das ist unglaublich. Fotos machen. Es ist halb. Nee, es ist schon fast gleich 8, glaube ich. Ist gleich 8. Ja. Fast gleich 8. Also es ist mega, mega schön. Und hinter uns die wunderschöne Burg. Ich bin geflasht ohne Ende. Ich habe mich so sehr drauf gefreut und jetzt sind wir endlich hier. Ich muss sagen, David ist sehr geschichtsbegeistert. Deswegen ist man da vielleicht noch. Also ich meine, ich finde es auch schön, aber bin ich so dieses. Das ist richtig schön, ja. Oh, perfekt. Wow. Und dann noch diese Natur hier außenrum. Ja. So. Mm. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt und trinken noch ein bisschen Kaffee, weil ich glaube, eine Stunde haben wir noch Zeit, bis die Burg dann aufmacht. Und ja, wir wollen uns das gerne irgendwie angucken, weil es sieht schon faszinierend aus von draußen. Aber irgendwie interessiert mich das auch total, wie das drinnen aussieht. Ich bin schon total neugierig. Wir werden drinnen nicht filmen, weil wir das, glaube ich, auch gar nicht dürfen. Oder ich bin mir sicher, dass wir es nicht dürfen. Und ja, und jetzt genießen wir hier noch die Ruhe. Und dann gehen wir rein. Ja, durch den Besuch und durch das Eintrittsgeld, was die Besucher da reinbringen, das ist momentan pro Person 12 Euro, hilft man auch bei der Finanzierung der Burg bzw. beim Erhalt der Burg. Denn so ein Unterhalt der Burg ist ganz schön teuer. Strom, Wasser, Personalkosten und noch vieles mehr, was oben drauf kommt. Und ich finde, wir haben jetzt auch so viele Fotos gemacht und ja, uns jetzt auch die Burg sehr lange angeschaut und freuen uns, dass sie so schön ist. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir die unterstützen dürfen. Sind natürlich auch sehr gespannt, wie es dann drin aussieht. Jo, wir sind drinne. Melli ist schon aufs WC geflitzt. Und es ist einfach ein Traum. Es ist wunderschön. Also wir haben es genau richtig gemacht. Es war super wenig los und ja, direkt nach uns kam dann quasi die Flut an Menschen. Verständlicherweise ist ja auch wunderschön der Ort hier. Ja, wir hatten auch eine richtig coole Tour, weil wir waren halt nur 6 Leute, glaube ich. Genau, und ja, war richtig interessant und so schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, sich das von drinnen anzugucken. Ich finde, es wurde damals mit so viel Schönheit alles gemacht. Ja, es hat sich auf alle Fälle gelohnt, definitiv. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen, zurück. Ist ganz schön anstrengend, aber dann haben wir unseren Morgensport erledigt. Und jetzt wollen wir uns nochmal zwei Orte angucken. Und der nächste ist Monreal. Da sehen wir uns gleich wieder. So, gut 25 Minuten von der Burg Eltz entfernt liegt das kleine Örtchen Monreal. Also ziemlich unbekannt, ich kannte es auch nicht. Und ja, jetzt sind wir mal hierher gefahren und schauen, ob es sich dann überhaupt lohnt und was es hier so zu sehen gibt. Thank you.
wirklich richtig süß hier. Also es ist sehr ruhig, hier ist auch nicht viel los. Aber die Fachwerkhäuser sind so wunderschön und die sind so gut erhalten. Es sieht aus, als wäre das alles frisch gestrichen. Bevor wir aber nach Cochem gehen, wollen wir schauen, ob wir hier auf die Burg hochkommen. Weil hier ist noch eine Burg und ja, versuchen wir da hochzuklettern oder zu laufen, damit wir vielleicht eine schöne Sicht von oben haben. Schon eine gute Aussicht hier. Ist schon richtig schön. War richtig, richtig schön in Montreal. Das hört sich auch so französisch oder sowas an, gell? Ja, wie Montreal aus Kanada. Oder so. Auf jeden Fall, also wenn man hier wirklich in der Nähe ist, dann lohnt sich ja, so eine kleine Abstecher hierher. Das war richtig süß. Und jetzt geht's weiter nach Cochem. So, herzlich willkommen in Cochem. Hier ist schon einiges mehr los als in Montreal. Wir haben gerade noch was Kleines gegessen und jetzt gucken wir mal, ob wir die Altstadt finden. Das Internet ist hier nicht so gut, also müssen wir uns auf unsere Intuition verlassen. Aber ich habe schon ein gutes Gefühl, wo es lang geht. Wir haben ja diese richtig tolle Rösterei gefunden, aber leider war sie schon geschlossen, aber wir durften uns noch Kaffee mitnehmen. Also haben wir uns jetzt den Kaffee mitgenommen und den werden wir dann im Van austesten. Ja, und plötzlich ist sie da. So eine riesengroße Burg direkt vor uns. Haben wir gar nicht mit gerechnet, hatten wir gar nicht auf dem Schirm, dass es hier auch so ein großes Castle gibt. Ja, oder? Sind wir jetzt kurz davor und das schauen wir uns jetzt nochmal von oben genauer an. Jo, Schatz, hier sind Drohnen verboten. Deswegen fliegen wir keine Drohnen in dem Video. Ja, vielleicht musst du hier gucken, welcher Graf hier wohnt und ob du überhaupt hier das filmen darfst. Oh nein! Das war meine Genehmigung. Das wird ein kompliziertes Video. Habt ihr ja ganz schön viel Burg-Content von uns bekommen, also sorry fürs Zuspam. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und noch eine Info zu der Burg hinter mir. Die wurde auch im 11. Jahrhundert gebaut, ähnlich wie die Burg Eltz. Aber die wurde zerstört und zwar im Jahre 1689 und dann war es 200 Jahre lang eine Ruine. Also ich finde, man sieht der Burg hier auch an, dass sie relativ neu gebaut worden ist. Die Burg Eltz natürlich auch, aber die wurde sehr
auf historischem Kern gebaut. Das hier war eine komplette Ruine und wurde neu gebaut. So, und Melly und ich, wir machen uns jetzt gemütlich unten in der Stadt, suchen uns was zu essen, weil uns krummelt der Magen. Falls ihr noch nicht wisst, wo es dieses Jahr in Urlaub gehen sollte, habt ihr jetzt 3 schöne Ziele. So, wir haben jetzt hier ein schönes Restaurant gefunden. Zumindest mit einem sehr schönen Ausblick. Wir haben uns jetzt das Kleines zu essen geholt. Leckeren Flammkuchen. Und dann gehen wir zurück zum Auto und dann zu unserem Stellplatz für heute Nacht. Halbe Stunde müssen wir noch fahren ungefähr. Wir sind jetzt auf einem offiziellen Wohnmobil-Stellplatz gelandet. Ich glaube, da zahlen wir jetzt für 12 Stunden 10 Euro. Es ist jetzt abends um 9 und das heißt, ja, morgen früh geht es sowieso früh raus. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ja, deswegen sagen wir jetzt mal tschüss, guten Tag. Guten Morgen. Hi. So, wir waren jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs. Wir haben gleich 8 Uhr. Ja, und wir sind an einer der längsten Hängeseilbrücken Deutschlands gelandet, und zwar an der Geierlei-Hängeseilbrücke. 7.43 Uhr und wir sind fast allein. Wow, schaut mal, da ist sie. 360 Meter lang. Und der tiefste Punkt unterhalb der Brücke liegt 100 Meter unterhalb der Brücke. Ja, und da kann man rüberlaufen. Finde ich ja schon auch ein bisschen aufregend, da jetzt rüber zu laufen. Ja, können wir doch jetzt auf jeden Fall einmal hin und her. Ja, auf jeden Fall laufen. Auf alle Fälle. Zu fühlen. Oh wow, ich traue mich ja kaum, die Kamera auszustrecken. Deine Hand zittert auch. Ich zitter auch echt ein bisschen. Das ist schon aufregend, muss ich sagen. Ja, total. Wenn ich dafür die Drohne halten, ist mich auch so aufregend. Also, ist echt ein krasses Erlebnis früh morgens. Das ist der richtige Adrenalinkick, den wir brauchen. Wir haben jetzt noch eine gute Zeit. Es waren jetzt 3 Leute insgesamt noch hier. Ja. Und es ist echt okay. Ist auf jeden Fall mega. Ich denke, gegen Mittag wird es auf jeden Fall mehr. Und ich habe auch gelesen, dass ungefähr 20% der Leute, die Brücke besuchen, gar nicht drüber laufen. Also. Ah, weil die wahrscheinlich Angst haben. Ja. Also schon ein gutes Erlebnis, definitiv. Okay, also dass die jetzt so alleine rumfliegt, ist normal, ja? Ja, das ist normal, ja. Okay. So, dann laufen wir mal rüber. Oh, ich stehe gerade in der Mitte. Eieiei. Oh, heftig. Damit sind wir am Ende. Am Ende angekommen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. So ein bisschen mal was anderes. Ein bisschen Deutschland. Durch Deutschland haben wir euch ein bisschen mitgebracht oder mitgenommen. Zumindest ein kleines Stückchen. Ja, wir wollten ja nämlich eigentlich schon längst im Süden sein. Und zwar in Italien. Aber das verschieben wir einfach nach hinten, weil wir momentan noch nicht los können. Und dann machen wir es sozusagen in Deutschland schön. Genau. Ist ja, gefällt uns ja auch richtig gut. Ja, auf jeden Fall sind wir sehr happy, dass wir nochmal hierher gekommen sind. Es ist so nah an unserer Heimat und wir waren einfach noch nie hier. Ja, das ist wirklich nicht weit weg von uns.
Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Falls euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr es liked und unseren Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Cheers. Ach so. Ja gut, dann laufe ich alleine. Ja, tschüss. Dann, ne? Sehen uns dann später. Jo, alles klar. Okay, tschüss.